An einem schicksalhaften Sonntagmorgen im Pazifik, dem 7. Dezember 1941, wurde die Ruhe eines tropischen Paradieses durch das Dröhnen von Flugzeugmotoren und das ohrenbetäubende Krachen von Explosionen zerschmettert. Die Seebasis der Vereinigten Staaten in Pearl Harbor, Hawaii, befand sich unter einem Überraschungsangriff der Streitkräfte des Kaiserreichs Japan. Dieser verheerende Angriff, den Präsident Franklin D. Roosevelt berühmt als »ein Datum, das in Unehre leben wird«, kennzeichnete den Beginn des Eintritts Amerikas in den Zweiten Weltkrieg. Aber was führte zu diesem katastrophalen Ereignis und wie hat es den Lauf der Geschichte für immer verändert? Von der akribischen Planung und Durchführung des japanischen Militärs bis hin zu den mutigen Taten der Tapferkeit, die amerikanische Soldaten und Soldatinnen inmitten des Chaos zeigten, steht der Angriff auf Pearl Harbor als erschütterndes Zeugnis für die Brutalität und Unberechenbarkeit des Krieges. Wie Admiral Isoroku Yamamoto, der Drahtzieher hinter dem Angriff, düster bemerkte: Ich fürchte, alles, was wir getan haben, ist, einen schlafenden Riesen zu wecken und ihn mit einer schrecklichen Entschlossenheit zu füllen. Begleiten Sie uns, während wir uns in die erschütternden Details dieses tragischen Tages vertiefen und die Geschichten von Heldentum, Opfer und Verwüstung erforschen, die sich angesichts eines beispiellosen Akts der Aggression entfalteten. Willkommen im Tagebuch von Julius Cäsar. Der Weg zur Unehre, Spannungen und Unruhen vor dem Angriff auf Pearl Harbor. In den Jahren vor dem berüchtigten Angriff auf Pearl Harbor brodelte ein komplexes Netz politischer und wirtschaftlicher Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Japan. Die aufgehende Sonne der imperialen Ambitionen Japans warf einen dunklen Schatten über den Pazifik, da es versuchte, seine Gebiete in Asien auszudehnen. Die Eroberung Chinas und die Invasion der Mandschurei im Jahr 1931 markierten den Beginn der aggressiven Expansion Japans und die internationale Gemeinschaft, einschließlich der Vereinigten Staaten, nahm dies zur Kenntnis. Die Vereinigten Staaten betrachteten die militärischen Aktionen Japans mit wachsender Besorgnis und Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts begannen die Beziehungen zwischen den beiden Nationen sich zu verschlechtern. Die Regierung der Vereinigten Staaten unter der Leitung von Präsident Franklin D. Roosevelt war entschlossen, eine Balance der Macht im Pazifik aufrechtzuerhalten und die japanische Aggression einzudämmen. Als Ergebnis setzten die Vereinigten Staaten eine Reihe von zunehmend restriktiven Handelspolitiken um, die darauf abzielten, die Kriegsanstrengungen Japans zu lähmen. Eine solche Maßnahme war die Verabschiedung der Neutralitätsgesetze in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, die Einschränkungen für Waffenverkäufe und Kredite an Länder im Krieg vorsahen. Diese Gesetze betrafen nicht nur Japan, sondern auch europäische Länder, die in den wachsenden Konflikt verwickelt waren, der schließlich zum Zweiten Weltkrieg werden sollte. Der Wendepunkt kam jedoch im Jahr 1940, als die Vereinigten Staaten den Export von Schrotteisen und Stahl nach Japan verboten. Dieser Schritt hatte erhebliche Auswirkungen auf die militärische Produktion Japans, da das Land stark auf importierte Rohstoffe angewiesen war, um seine Kriegsmaschine anzutreiben. Die Situation eskalierte weiter im Juli 1941, als die Vereinigten Staaten zusammen mit dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden ein Ölembargo gegen Japan verhängten. Dieses Embargo war eine direkte Reaktion auf die Besetzung von Französisch-Indochina durch Japan, ein Schritt, der die britischen und niederländischen Interessen in der Region bedrohte. Das Embargo erwies sich als schwerer Schlag für Japan, da das Land auf importiertes Öl angewiesen war, um seine Marine und Luftwaffe zu betreiben. Mit schwindenden Ölreserven stand Japan vor einer klaren Wahl: entweder seine imperialen Ambitionen aufgeben oder das Risiko eingehen, die zum Führen des Krieges benötigten Ressourcen zu verlieren. Während diplomatische Bemühungen zur Lösung der Krise ins Stocken gerieten, begannen Japans Führer, einschließlich Premierminister Hideki Tojo und Admiral Isoroku Yamamoto, einen gewagten und kühnen Plan zu erörtern. Der Plan, der darauf abzielte, die Pazifikflotte der Vereinigten Staaten zu lähmen und Japan die benötigte Zeit zu verschaffen, um seine territorialen Gewinne zu konsolidieren, würde zu einem der berüchtigtsten Überraschungsangriffe in der Geschichte führen. Während dieser Periode eskalierender Spannungen gab es zahlreiche Versuche, den Konflikt friedlich zu lösen. Cordell Hull, der Außenminister der Vereinigten Staaten, und Kichisaburo Nomura,
der japanische Botschafter in den Vereinigten Staaten, führten langwierige Verhandlungen, um eine diplomatische Lösung für die Krise zu finden. Allerdings vergrößerte sich während dieser Gespräche die Kluft zwischen den beiden Seiten. Und die Aussicht auf eine friedliche Lösung wurde zunehmend unwahrscheinlicher. Ein berühmtes Zitat von Admiral Yamamoto, dem Architekten des Angriffs auf Pearl Harbor, veranschaulicht das Gefühl der Verzweiflung, das die Führung Japans ergriffen hatte. Er soll gesagt haben: "Ich werde für die ersten 6 Monate oder ein Jahr ziemlich wild laufen, aber ich habe absolut kein Vertrauen in das 2. oder 3. Jahr. Yamamoto, der einige Zeit in den Vereinigten Staaten verbracht und deren industrielle Macht verstanden hatte, war sich der Risiken, die mit der Herausforderung eines so mächtigen Gegners verbunden waren, sehr wohl bewusst. Operation Z, die meisterhafte Täuschung des Angriffs auf Pearl Harbor. Als die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Japan einen Siedepunkt erreichten, entschied sich die japanische Regierung für einen kühnen und gewagten Plan, der den Lauf der Geschichte verändern sollte. Dieser sorgfältig ausgearbeitete Plan, bekannt als Operation Z, zielte darauf ab, der Pazifikflotte der Vereinigten Staaten in Pearl Harbor einen verheerenden Schlag zu versetzen. Von Admiral Isoroku Yamamoto orchestriert, würde diese Operation die Grenzen der japanischen militärischen Stärke und strategischen Planung testen. Um das Element der Überraschung zu erreichen, stellte die japanische Marine eine eindrucksvolle Einsatzgruppe zusammen, bestehend aus 6 Flugzeugträgern, Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku und Tsuikaku, zusammen mit einer Reihe von Unterstützungsschiffen. Diese Flotte, unter dem Kommando von Vizeadmiral Chuichi Nagumo, stach von den Kurilen Inseln am 26. November 1941 in See, unter strikter Funkstille höchste Geheimhaltung bewahrend. Der Angriff auf Pearl Harbor würde von einer kombinierten Streitmacht von über 350 Flugzeugen, einschließlich Jägern, Bombern und Torpedoflugzeugen, durchgeführt werden. Die Auswahl der Ziele war entscheidend für den Erfolg der Operation. Die japanischen Planer wussten, dass sie, um die Pazifikflotte der Vereinigten Staaten lahmzulegen, sich auf das Versenken der 8 amerikanischen Schlachtschiffe konzentrieren mussten, die in Pearl Harbor vor Anker lagen, insbesondere die USS Arizona, Kalifornien und Oklahoma. Darüber hinaus zielten sie darauf ab, die Flugzeugträger zu zerstören, die in der Gegend stationiert waren, obwohl, glücklicherweise für die Vereinigten Staaten, die Träger am Tag des Angriffs nicht anwesend waren. Flugfelder, Hangars und andere strategische Einrichtungen waren ebenfalls Teil der Zielliste, um sicherzustellen, dass die amerikanische Luftmacht im Pazifik stark geschwächt wurde. Um die Wirksamkeit ihres Angriffs zu maximieren, verließen sich die Japaner auf innovative Taktiken und Technologien. Sie modifizierten ihre Torpedos, indem sie sie mit hölzernen Flossen ausstatteten, die es ihnen ermöglichten, flach in den Gewässern des Hafens zu laufen, wodurch ihre Chancen erhöht wurden, die amerikanischen Schlachtschiffe zu treffen. Die Japaner verwendeten auch panzerbrechende Bomben, die darauf ausgelegt waren, die dicke Panzerung der Schiffe der Vereinigten Staaten zu durchdringen, bevor sie detonierten. Ein entscheidender Aspekt der Operation Z war die Sammlung von Informationen. Japanische Spione wie Takeo Yoshikawa arbeiteten unermüdlich daran, Informationen über die Bewegungen und die Disposition der amerikanischen Streitkräfte in Pearl Harbor zu sammeln. Unter dem Deckmantel als Konsulatsbeamter zu arbeiten, beobachtete Yoshikawa die Schiffsbewegungen und meldete seine Erkenntnisse zurück nach Tokio. Seine Berichte spielten eine entscheidende Rolle B, der Feinabstimmung der Details des Angriffsplans. Yamamotos Strategie hing vom Element der Überraschung ab. Um die Amerikaner in Unkenntnis zu halten, stellten die Japaner eine Fassade laufender diplomatischer Verhandlungen in Washington D.C. auf, bis zum allerletzten Moment. Die Japaner führten auch umfangreiche Übungen und Proben durch, um sicherzustellen, dass ihre Piloten gut auf den komplexen Luftangriff vorbereitet waren. Der Angriff begann am Morgen des 7. Dezember 1941 um 7.48 Uhr Hawaii-Zeit. In 2 Wellen des Luftangriffs stürzten sich die japanischen Piloten auf die ahnungslosen amerikanischen Streitkräfte und verursachten Chaos auf den Schiffen und Einrichtungen im Hafen. Obwohl der Angriff weniger als 2 Stunden dauerte, war die Verwüstung immens. Über 2.400 Amerikaner verloren ihr Leben
und die Mehrheit der Schlachtschiffe der Pazifikflotte der Vereinigten Staaten wurden entweder versenkt oder schwer beschädigt. Trotz der Zerstörung, die der Pazifikflotte der Vereinigten Staaten zugefügt wurde, war der Angriff auf Pearl Harbor für die Japaner kein uneingeschränkter Erfolg. Sie konnten die amerikanischen Flugzeugträger nicht lokalisieren und zerstören, und die Reparatureinrichtungen und Treibstofflager blieben weitgehend unberührt. Diese Übersehen sollten sich später als entscheidend für die Fähigkeit der Vereinigten Staaten erweisen, sich zu erholen und zurückzuschlagen. Tag des Schreckens, die Entfaltung des Angriffs auf Pearl Harbor. Die Sonne stieg über die Insel Oahu am 7. Dezember 1941 auf und enthüllte einen friedlichen Sonntagmorgen auf Hawaii. Die amerikanischen Soldaten in Pearl Harbor wussten wenig davon, dass nur wenige Kilometer entfernt ein verheerender Überraschungsangriff bevorstand. Der sorgfältig geplante japanische Angriff würde Zerstörung und Chaos über die ahnungslose Pazifikflotte der Vereinigten Staaten bringen und den Lauf der Geschichte für immer verändern. Die erste Welle japanischer Flugzeuge, bestehend aus 183 Maschinen, startete von ihren Trägern unter dem Kommando von Kommandant Mitsuo Fuchida. Als sie sich der Insel näherten, stießen sie auf minimalen Widerstand, was es ihnen ermöglichte, das Überraschungsmoment zu wahren. Als die Uhr 7.48 Uhr Hawaii-Zeit schlug, gab Fuchida den historischen Befehl zum Angriff. Tora! 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 Was signalisierte, dass vollständige Überraschung erreicht worden war. Die erste Welle zielte auf die 8 amerikanischen Schlachtschiffe, die entlang der Battleship Row vor Anker lagen, wobei besonders auf die USS Arizona, Kalifornien und Oklahoma geachtet wurde. Torpedobomber flogen in niedriger Höhe heran und setzten ihre modifizierten Torpedos ab, die durch die flachen Hafengewässer auf ihre Ziele zusteuerten. Gleichzeitig ließen Bomber in großer Höhe panzerbrechende Bomben fallen, die darauf abzielten, die dicke Panzerung der Schiffe der Vereinigten Staaten zu durchdringen, bevor sie explodierten. Die amerikanischen Streitkräfte, die völlig überrascht wurden, versuchten verzweifelt, ihre Flotte zu verteidigen. Trotz ihrer besten Bemühungen hinterließ die erste Welle des Angriffs eine Spur der Zerstörung. Die USS Arizona, von einer Bombe getroffen, brach in einer massiven Explosion aus, die das Leben von 1177 Besatzungsmitgliedern forderte. Die Oklahoma, die mehrere Torpedotreffer einsteckte, kippte um und sank und fesselte Hunderte von Matrosen im Inneren. Als die erste Welle der Angreifer sich zurückzog, begann eine zweite Welle von 171 japanischen Flugzeugen unter der Führung von Leutnant-Kommandant Shigekazu Shimazaki ihren Angriff. Diese Welle konzentrierte sich auf die verbleibenden Schiffe und Anlagen, einschließlich Flugplätze und Hangars. Die Jäger straften die Flugplätze ab, indem sie parkende Flugzeuge ins Visier nahmen, um Gegenangriffe der amerikanischen Piloten zu verhindern. Während des Angriffs zeigten amerikanische Soldaten und Zivilisten bemerkenswerte Akte von Mut und Einfallsreichtum. Ein solches Beispiel war Doris Dory Miller, eine Küchenhilfe an Bord der USS West Virginia. Obwohl Miller keine formelle Kampfausbildung hatte, bediente er eine Flugabwehrkanone und schoss während des Angriffs mindestens ein japanisches Flugzeug ab. Seine Tapferkeit würde ihm später das Navy Cross einbringen, und er war der erste Afroamerikaner, der diese renommierte Auszeichnung erhielt. Der Angriff endete in weniger als 2 Stunden und hinterließ eine Szene der Verwüstung. Mehr als 2400 Amerikaner hatten ihr Leben verloren und weitere 1100 waren verletzt. Die Mehrheit der Schlachtschiffe der Pazifikflotte der Vereinigten Staaten wurden entweder versenkt oder schwer beschädigt, wobei die Arizona, Oklahoma und West Virginia die schwersten Schicksale erlitten. In der Folge des Angriffs hielt Präsident Franklin D. Roosevelt seine berühmte Tag des Schreckens Rede vor der Nation und erklärte: 7. Dezember 1941, ein Datum, das in Schrecken bleiben wird. Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden plötzlich und vorsätzlich von den Marine- und Luftstreitkräften des japanischen Kaiserreichs angegriffen. Am folgenden Tag erklärten die Vereinigten Staaten Japan den Krieg, was ihren Eintritt in den Zweiten Weltkrieg markierte. Vom Unbekannten getroffen, das Rätsel der Geheimdienstinformationen, das Pearl Harbor vorangegangen ist. Im Nachgang des verheerenden Angriffs auf Pearl Harbor stellten sich Fragen, wie die Vereinigten Staaten so unvorbereitet von dem japanischen Angriff erwischt werden konnten. Trotz einiger Warnzeichen
gelang es dem amerikanischen Geheimdienst nicht, die Hinweise zusammenzusetzen, die sie auf die bevorstehende Gefahr hätten aufmerksam machen können. Dieses Versäumnis in der Geheimdienstsammlung würde zu einem der am meisten untersuchten Aspekte der Pearl Harbor-Geschichte werden. Die Vereinigten Staaten hatten die japanischen diplomatischen und militärischen Kommunikationen während der Vorbereitungsphase des Angriffs überwacht. Die Kryptographen beim Signal Intelligence Service hatten den japanischen diplomatischen Code, bekannt als Purple, geknackt und entschlüsselten die Nachrichten zwischen Tokio und seinen Botschaften. Die schiere Menge der abgefangenen Nachrichten, zusammen mit der Notwendigkeit der Übersetzung und Analyse, bedeutete jedoch, dass viele Nachrichten nicht sofort gelesen oder verstanden wurden. Darüber hinaus konzentrierte sich der amerikanische Geheimdienst hauptsächlich auf japanische diplomatische Kommunikationen und ließ die Marinekommunikationen relativ unerforscht. Die japanische Marine verwendete einen separaten Code, bekannt als JN25, der nur teilweise von den Amerikanern entschlüsselt wurde. Dieses Versäumnis bedeutete, dass entscheidende Informationen über die Bewegungen und Pläne der japanischen Flotte für die Geheimdienstgemeinschaft der Vereinigten Staaten verborgen blieben. In den Monaten vor dem Angriff gab es mehrere bemerkenswerte Vorfälle, die im Nachhinein Alarmglocken hätten läuten lassen sollen. Ein solcher Vorfall ereignete sich am 22. November 1941, als der britische Geheimdienst eine Nachricht von Tokio an den japanischen Konsul in Honolulu abfing, in der Informationen über die Standorte der amerikanischen Kriegsschiffe im Hafen angefordert wurden. Trotz der Weitergabe dieser Informationen an ihre amerikanischen Kollegen wurde die Bedeutung der Nachricht zu dieser Zeit nicht vollständig gewürdigt. Ein weiteres verpasstes Warnzeichen kam am 29. November, als Außenminister Cordell Hull eine entschlüsselte japanische diplomatische Nachricht erhielt, die als Wins Execute-Nachricht bekannt ist. Die Nachricht wies japanische Diplomaten an, ihre Codemaschinen zu zerstören und vertrauliche Dokumente zu verbrennen, falls die diplomatischen Beziehungen zusammenbrechen sollten. Obwohl diese Nachricht auf die Wahrscheinlichkeit eines Krieges hindeutete, lieferte sie keine spezifischen Informationen über den Zeitpunkt oder Ort eines möglichen Angriffs. In den Tagen vor dem 7. Dezember stellte das US-Militär auch ungewöhnliche Marineaktivitäten im Pazifik fest. Am 2. Dezember entdeckte das Minensuchboot USS Condor ein Periskop vor der Küste von Oahu, das später als zu einem japanischen Zwerg-U-Boot gehörend identifiziert wurde. Am 6. Dezember meldete das Frachtschiff USS Antares ein verdächtiges Objekt im Wasser, woraufhin der Zerstörer USS Ward die Untersuchung einleitete. Die Ward versenkte schließlich ein japanisches Zwerg-U-Boot, das versuchte, Pearl Harbor zu betreten. Trotz dieser Vorfälle interpretierte das US-Militär sie nicht als Beweis für einen bevorstehenden groß angelegten Angriff. Am Morgen des 7. Dezember entdeckte die Radaranlage Bay Opana Point auf Oahu eine große Gruppe von Flugzeugen, die sich der Insel näherten. Die Bediener meldeten ihre Ergebnisse dem Informationszentrum in Fort Shafter, aber die Sichtung wurde als Flug amerikanischer B-17-Bomber abgetan, die von Festland erwartet wurden. Das Versagen, den Angriff auf Pearl Harbor vorherzusehen, kann auf eine Kombination von Faktoren zurückgeführt werden, darunter eine Unterschätzung der japanischen Fähigkeiten und Absichten, eine Konzentration auf die falschen Informationsquellen und die Unfähigkeit, Warnzeichen zu erkennen. Diese Mängel in der amerikanischen Geheimdienstarbeit würden als schmerzhafte Lektion dienen und die Notwendigkeit einer verbesserten Informationsbeschaffung und Analyse in Zeiten erhöhter globaler Spannungen unterstreichen. Eine erweckte Nation. Die Kriegsflut wendet sich nach Pearl Harbor. In den Stunden nach dem verheerenden Angriff auf Pearl Harbor überrollte eine Welle des Schocks und Unglaubens die Vereinigten Staaten. Der ruhige Sonntagmorgen wurde durch das Dröhnen japanischer Flugzeuge und die donnernden Explosionen von Torpedos und Bomben zerschmettert. Als sich der Rauch lichtete und das Ausmaß der Zerstörung offensichtlich wurde, stand die amerikanische Öffentlichkeit unter Schock und die Führer der Nation mussten sich der Realität stellen, dass die Vereinigten Staaten nun unumkehrbar in den globalen Konflikt involviert waren, der als der Zweite Weltkrieg bekannt war. Präsident Franklin D. Roosevelt berief sofort eine Notfallsitzung seines Kabinetts und seiner militärischen Berater ein.
Während sie die Auswirkungen des Angriffs und die angemessene Reaktion diskutierten, wurde klar, dass die Vereinigten Staaten nicht länger an der Seitenlinie bleiben konnten. Am nächsten Tag, am 8. Dezember 1941, hielt Roosevelt seine berühmte Tag der Schande-Rede vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses, in der er die Ereignisse des Angriffs schilderte und eine Kriegserklärung gegen Japan forderte. In seiner bewegenden Ansprache verkündete er: Egal, wie lange es uns auch nehmen mag, diese vorsätzliche Invasion zu überwinden, das amerikanische Volk wird mit seiner gerechten Macht zum absoluten Sieg durchdringen. Mit der leidenschaftlichen Rede des Präsidenten noch in ihren Ohren, stimmte der Kongress schnell dafür, Japan den Krieg zu erklären. Die einzige ablehnende Stimme kam von der Abgeordneten Jeanette Rankin, der ersten gewählten Frau im Kongress und einer lebenslangen Pazifistin. Ihre unpopuläre Haltung stieß auf weit verbreitete Kritik, aber sie blieb standhaft in ihrer Ablehnung des Krieges und erklärte: Als Frau kann ich nicht in den Krieg ziehen und ich weigere mich, jemand anderen zu schicken. Der Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg hatte eine sofortige und tiefgreifende Auswirkung auf die Nation als Ganzes. Die Wirtschaft, die sich bemühte, sich von der großen Depression zu erholen, wurde plötzlich in Gang gesetzt, als Fabriken und Industrien ihren Fokus auf die Produktion von Kriegsmaterial verlagerten. Von Schiffswerften bis zu Flugzeugfabriken wurde die amerikanische Belegschaft in einem beispiellosen Maßstab mobilisiert, um die Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Rosie the Riveter, ein kulturelles Symbol, das die Millionen von Frauen repräsentiert, die während des Krieges in die Belegschaft eintraten, wurde zu einem Symbol der weiblichen Ermächtigung und der Widerstandsfähigkeit des amerikanischen Geistes. Der Angriff auf Pearl Harbor entfachte auch einen erneuerten Patriotismus und Einheit unter den Amerikanern. Tausende von jungen Männern und Frauen strömten, um sich BE den Streitkräften einzuschreiben, begierig, ihr Land zu verteidigen und die Verluste in Pearl Harbor zu rächen. Der Angriff hatte die Nation effektiv galvanisiert und sie von einem Zustand der Isolation zu einem der unerschütterlichen Entschlossenheit transformiert. Allerdings waren die Nachwirkungen des Angriffs nicht ohne ihre dunkleren Momente. In den folgenden Wochen erreichte die antijapanische Stimmung einen Höhepunkt, der in der Zwangsinternierung von über 120.000 japanischen Amerikanern gipfelte. Die Mehrheit dieser Personen waren Bürger der Vereinigten Staaten, die keine Verbrechen begangen hatten, aber aufgrund ihrer Ethnie zwangsweise aus ihren Häusern entfernt und in Internierungslager gebracht wurden. Dieses schändliche Kapitel in der amerikanischen Geschichte dient als scharfe Erinnerung an die Gefahren der Kriegshysterie und die Notwendigkeit, die Rechte und Freiheiten aller Bürger zu schützen, unabhängig von ihrer Abstammung. Die Auswirkungen des Angriffs auf Pearl Harbor und der nachfolgende Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg können nicht überbewertet werden. Die Ereignisse des 7. Dezember 1941 änderten den Kriegsverlauf und die Richtung der Nation, was letztendlich zur Niederlage der Achsenmächte und zur Etablierung der Vereinigten Staaten als einer globalen Supermacht führte. Verschleierte Vision. Das Rätsel der bewussten Blindheit in der Verschwörung von Pearl Harbor. Der Angriff auf Pearl Harbor markierte nicht nur einen Wendepunkt in der Weltgeschichte, sondern führte auch zu einer Vielzahl von Verschwörungstheorien. Unter diesen Theorien ist die Vorstellung der bewussten Blindheit, die behauptet, dass Präsident Franklin D. Roosevelt und andere hochrangige Beamte der Vereinigten Staaten von dem bevorstehenden Angriff wussten, sich aber dafür entschieden, ihn geschehen zu lassen, um die öffentliche Unterstützung für den Eintritt in den Zweiten Weltkrieg zu mobilisieren. Befürworter dieser Theorie weisen auf mehrere Beweisstücke hin, die ihre Behauptungen unterstützen. Sie argumentieren, dass abgefangene japanische Kommunikationen, wie die zuvor erwähnte Winds-Execute-Nachricht, eine ausreichende Warnung vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff boten. Einige behaupten sogar, die Vereinigten Staaten hätten den japanischen Marine Code JN-25 geknackt und hätten die Einzelheiten des Angriffs weit im Voraus gekannt. Sie heben auch hervor, dass wichtige amerikanische Kriegsschiffe, einschließlich der Flugzeugträger USS Enterprise und USS Lexington, zum Zeitpunkt des Angriffs bequem von Pearl Harbor abwesend waren, was darauf hindeutet, dass diese wertvollen Vermögenswerte absichtlich vor Zerstörung verschont wurden. Diejenigen, die die bewusste Blindheit-Theorie unterstützen, behaupten, Roosevelt und seine Berater hätten einen Krieg mit Japan als unvermeidlich angesehen
und geglaubt, dass ein ungeprovokierter Angriff auf amerikanischem Boden das Land hinter der Kriegsanstrengung vereinen würde. Ihrer Ansicht nach ignorierte die US-Regierung bewusst die Warnzeichen, um eine Reaktion der amerikanischen Öffentlichkeit zu provozieren. Allerdings haben zahlreiche Historiker und Gelehrte die bewusste Blindheit Verschwörungstheorie widerlegt und argumentiert, dass sie sich auf die selektive Interpretation von Fakten stützt und den größeren Kontext der Ereignisse, die zum Angriff führten, ignoriert. Viele Experten betonen, dass obwohl die Vereinigten Staaten tatsächlich japanische diplomatische Botschaften abgefangen und entschlüsselt hatten, die aus diesen Kommunikationen gewonnenen Informationen nicht spezifisch genug waren, um Zeit, Ort oder Art des Angriffs vorherzusagen. Darüber hinaus wurde das Argument, die Vereinigten Staaten hätten den UN-25-Code vor dem Angriff geknackt, weitgehend widerlegt. Obwohl amerikanische Kryptanalytiker einige Fortschritte beim Knacken des Codes gemacht hatten, hatten sie ihn zum Zeitpunkt des Angriffs noch nicht vollständig entschlüsselt. Infolgedessen war die US-Nachrichtendienstgemeinschaft nicht in der Lage, entscheidende Informationen über die Bewegungen und Absichten der japanischen Flotte abzurufen. Das Fehlen von amerikanischen Flugzeugträgern in Pearl Harbor während des Angriffs kann auch durch routinemäßige Marineoperationen erklärt werden. Die USS Enterprise und die USS Lexington waren beide zu der Zeit in getrennten Missionen engagiert und transportierten Flugzeuge zu abgelegenen Inseln im Pazifik. Ihre Abwesenheit im Hafen war eher Zufall als eine orchestrierte Anstrengung, wertvolle militärische Vermögenswerte zu schützen. Darüber hinaus ist es wichtig, die Implikationen der bewussten Blindheit-Theorie zu berücksichtigen. Wenn sie wahr wäre, würde das bedeuten, dass der Präsident und seine Berater mitschuldig daran waren, Tausende von amerikanischen Leben zu opfern und einen verheerenden Angriff auf amerikanischen Boden absichtlich einzuladen. Eine solche Entscheidung wäre ein außergewöhnlicher Vertrauensbruch und ein tiefgreifender Verrat an den amerikanischen Menschen. Obwohl die bewusste Blindheit Verschwörungstheorie weiterhin die Vorstellungskraft einiger anregt, stimmt die überwältigende Mehrheit der Historiker und Experten überein, dass es ihr an glaubwürdigen Beweisen mangelt und sie einer rigorosen Überprüfung nicht standhält. Ungesungener Mut. Geschichten von Tapferkeit inmitten des Chaos von Pearl Harbor. Während des katastrophalen Angriffs auf Pearl Harbor zeigten unzählige Soldaten und Zivilisten außergewöhnlichen Mut und Einfallsreichtum. Diese Geschichten von Heldentum dienen als bewegende Erinnerungen an die Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit, die gewöhnliche Menschen in der Not zeigen. Eine solche Geschichte von Mut ist die von Doris Dory Miller, einem Koch der Marine an Bord der USS West Virginia. Obwohl er keine formale Kampfausbildung hatte, sprang Miller in Aktion, als der Angriff begann. Er half dabei, seinen verletzten Kapitän in Sicherheit zu bringen und bediente dann eine Flugabwehrkanone, feuerte auf die ankommenden japanischen Flugzeuge, bis ihm die Munition ausging. Für seinen Mut wurde Miller der erste Afroamerikaner, der das Navy Cross erhielt, die dritthöchste Auszeichnung, die von der Marine der Vereinigten Staaten verliehen wird. Eine andere bemerkenswerte Geschichte ist die von John Finn, einem Chief Petty Officer, der auf der Kaneohe Bay Naval Air Station stationiert war. Finn war zu Hause mit seiner Frau, als der Angriff begann, aber er eilte sofort zum Flugfeld. Trotz zahlreicher Splitterverletzungen bediente Finn ein Maschinengewehr des Kalibers .50 und setzte den Kampf gegen feindliche Flugzeuge für über 2 Stunden fort. Für seinen außergewöhnlichen Mut wurde Finn die Ehrenmedaille verliehen und er wurde der erste von 15 Empfängern für Aktionen während des Angriffs auf Pearl Harbor. Die USS Arizona war ebenfalls Zeuge von Heldentaten. Lieutenant Commander Samuel G. Fuqua, der Schadenskontrolloffizier des Schiffes, überlebte die erste Explosion und fand sich auf dem Deck des Schiffes im Chaos wieder. Obwohl er verletzt war, übernahm Fuqua die Kontrolle und organisierte die Evakuierung der Überlebenden, indem er sie anwies, das Schiff zu verlassen und schwimmend in Sicherheit zu gelangen. Er suchte weiter nach eingeklemmten Besatzungsmitgliedern, bis die Munition des Schiffes zu explodieren drohte. Fuquas Handlungen retteten unzählige Leben und brachten ihm die Ehrenmedaille ein. Auch Zivilisten zeigten während des Angriffs außergewöhnlichen Mut. Eine solche Person war der zivile Werftarbeiter Julio de Castro, der in der Nähe der USS Nevada arbeitete, als der Angriff begann.
De Castro half mutig bei der Evakuierung von Seeleuten von dem beschädigten Schlachtschiff und half bei der Verhinderung der Ausbreitung von Bränden durch das Durchschneiden von Festmacherleinen. Er setzte den Kampf gegen die Brände fort und evakuierte Personal den ganzen Tag, selbst nachdem er schwere Verbrennungen erlitten hatte. Für seine selbstlosen Bemühungen erhielt De Castro die Marine und Marine Corps Medaille für Heldentum. Eine andere Zivilistin, die außergewöhnliche Einfallsreichtum zeigte, war die Armeekrankenschwester Annie Fox. Stationiert im Hickam Field Hospital war Fox für die Leitung der medizinischen Versorgung während des Angriffs verantwortlich. Trotz des Chaos und der Gefahr koordinierte sie ruhig und effizient die Behandlung der verwundeten Soldaten und stellte sicher, dass die kritischsten Verletzten Vorrang B der Versorgung erhielten. Fox' Handlungen brachten ihr das Purple Heart ein und machten sie zur ersten Frau, die die Auszeichnung während des Zweiten Weltkriegs erhielt. Ein dunkles Kapitel. Die Internierung von japanischstämmigen Amerikanern inmitten von Kriegsängsten. Im Zuge des verheerenden Angriffs auf Pearl Harbor erfasste ein Klima der Angst und des Misstrauens die Vereinigten Staaten. Eine der umstrittensten Entscheidungen aus dieser Zeit war die erzwungene Umsiedlung und Internierung von japanischstämmigen Amerikanern, die an der Westküste lebten. Dieses dunkle Kapitel in der amerikanischen Geschichte dient als mahnendes Beispiel dafür, wie Angst zur Erosion der Bürgerrechte und zur Misshandlung unschuldiger Bürger führen kann. Die Internierung von japanischstämmigen Amerikanern begann im Februar 1942, als Präsident Franklin D. Roosevelt die Exekutivverordnung 9066 unterzeichnete. Die Verordnung autorisierte die Umsiedlung jeder Person, die als potenzielle Bedrohung für die nationale Sicherheit angesehen wurde. Obwohl die Verordnung nicht speziell japanischstämmige Amerikaner ins Visier nahm, führte sie letztendlich zur erzwungenen Entfernung von etwa 120.000 Personen japanischer Abstammung, von denen zwei Drittel amerikanische Staatsbürger waren. Eine der treibenden Kräfte hinter dieser Entscheidung war Generalleutnant John L. DeWitt, der das Western Defense Command leitete. DeWitt glaubte, dass japanischstämmige Amerikaner eine erhebliche Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellten, und er war maßgeblich an der Umsetzung des Umsiedlungsprogramms beteiligt. In einer Reihe von Briefen und Berichten an seine Vorgesetzten argumentierte DeWitt, dass die Tatsache, dass bislang kein Sabotageakt stattgefunden hat, eine beunruhigende und bestätigende Indikation dafür ist, dass eine solche Aktion unternommen wird. Der Internierungsprozess wurde schnell und mit wenig Rücksicht auf die Rechte der Betroffenen durchgeführt. Familien erhielten nur wenige Tage vor Ankündigung, um ihre Häuser und Besitztümer zu verkaufen, oft für einen Bruchteil ihres wahren Werts. Sie wurden dann zu vorübergehenden Sammelstellen transportiert, bevor sie in eines von 10 Internierungslagern im ganzen Land verlegt wurden. Diese Lager befanden sich in öden Gebieten, umgeben von Stacheldraht und bewaffneten Wachen. Das Leben in den Internierungslagern war herausfordernd, mit beengten Wohnverhältnissen, unzureichender medizinischer Versorgung und einem Mangel an Privatsphäre. Trotz dieser Schwierigkeiten zeigten japanischstämmige Amerikaner bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und Einfallsreichtum. Sie gründeten Schulen, Krankenhäuser und Gemeindeorganisationen innerhalb der Lager und bemühten sich, einen Sinn für Normalität und Würde inmitten ihrer Gefangenschaft zu bewahren. Eine bemerkenswerte Person, die die Internierung aus erster Hand erlebte, war der Schauspieler George Takei, der am besten für seine Rolle als Hikaru Sulu in der ursprünglichen Star Trek-Fernsehserie bekannt ist. Takei war erst 5 Jahre alt, als seine Familie gezwungen wurde, ihr Haus in Los Angeles zu verlassen und in einem Internierungslager zu leben. Jahre später nutzte Takei seinen prominenten Status, um das Bewusstsein für die Erfahrungen mit der Internierung zu schärfen. Er teilte die Geschichte seiner Familie in einem TED-Talk und schuf sogar ein Broadway-Musical mit dem Titel Allegiance, das auf ihren Erfahrungen basiert. 1944 Renen bestätigte der oberste Gerichtshof in dem wegweisenden Fall Korematsu gegen die Vereinigten Staaten die Verfassungsmäßigkeit der Internierung, eine Entscheidung, die bis heute umstritten ist. Erst 1988 unterzeichnete Präsident Ronald Reagan das Civil Liberties Act, entschuldigte sich formell für die Internierung und gewährte Entschädigungen an überlebende japanischstämmige amerikanische Internierte. Während der Unterzeichnungszeremonie
erkannte Reagan das schwerwiegende Unrecht an, das japanischstämmigen Amerikanern zugefügt wurde, und erklärte: Hier geben wir ein Unrecht zu. Hier bekräftigen wir unser Engagement als Nation für gleiche Gerechtigkeit vor dem Gesetz. Winde des Wandels. Bleibende Wirkung von Pearl Harbor auf die US-Militärstrategie. Der Angriff auf Pearl Harbor stieß die Vereinigten Staaten nicht nur in den Zweiten Weltkrieg, sondern hatte auch einen tiefgreifenden und dauerhaften Einfluss auf die militärische Strategie der Nation. Die aus dem verheerenden Angriff gezogenen Lehren veränderten für immer die Art und Weise, wie die Vereinigten Staaten Krieg führten, insbesondere in Bezug auf die Seemacht und Luftmacht und die Notwendigkeit einer globalen Ausrichtung. Als das US-Militär seine Stärken und Schwachstellen neu bewertete, verschob sich die strategische Landschaft dramatisch in den Jahren nach dem Angriff. Ein bedeutendes Ergebnis des Angriffs war die verstärkte Betonung von Flugzeugträgern und Luftmacht. Die Japaner hatten das verheerende Potenzial von trägerbasierten Flugzeugen während des Angriffs auf Pearl Harbor demonstriert. Als die US-Marine sich von ihren Verlusten erholte, wurde deutlich, dass die Zukunft der Seekriegsführung von der Vielseitigkeit und Reichweite von Flugzeugträgern beherrscht werden würde. Diese Verschiebung des Fokus führte zur Entwicklung neuer Taktiken und Technologien, die darauf abzielten, die Effektivität der trägerbasierten Luftfahrt zu maximieren. Beispielsweise markierte die Schlacht im Korallenmeer im Mai 1942 das erste Seekriegsgefecht in der Geschichte, in dem die gegnerischen Schiffe nie in Sichtweite zueinander kamen. Stattdessen spielten von Trägern gestartete Flugzeuge eine entscheidende Rolle in der Schlacht. Dies demonstrierte die Bedeutung der Luftmacht in der Seekriegsführung, und die US-Marine passte sich schnell dieser neuen Realität an. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs hatte die Vereinigten Staaten eine beeindruckende Flotte von Flugzeugträgern aufgebaut, die jahrzehntelang den Grundstein ihrer Seemacht bilden sollte. Der Angriff auf Pearl Harbor diente auch als deutliche Erinnerung an die Verwundbarkeit der amerikanischen Küsten. Als Reaktion darauf begann das US-Militär, in ein umfangreicheres und anspruchsvolleres Verteidigungsnetzwerk zu investieren, einschließlich Frühwarnsystemen und Radartechnologie. Die Entwicklung dieser Fähigkeiten war entscheidend, um vor potenziellen Bedrohungen zu schützen, und sie spielten eine entscheidende Rolle bei der Erkennung und Verfolgung feindlicher Bewegungen während des Konflikts. Eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die die Zukunft der US-Militärstrategie mitgestaltete, war Admiral Chester W. Nimitz, der kurz nach dem Angriff auf Pearl Harbor das Kommando über die Pazifikflotte übernahm. Nimitz war ein starker Befürworter des Einsatzes von See- und Luftmacht, und seine Führung war entscheidend für den strategischen Wandel der US-Marine während des Krieges. Er überwachte entscheidende Siege im pazifischen Theater, wie zum Beispiel die Schlacht von Midway, die einen Wendepunkt im Krieg markierte und die amerikanische Seeherrschaft in der Region etablierte. Darüber hinaus diente der Angriff auf Pearl Harbor als Katalysator für die Vereinigten Staaten, eine stärkere globale Perspektive in ihrer Militärstrategie zu verfolgen. Die Erkenntnis, dass das Land es sich nicht mehr leisten konnte, sich ausschließlich auf regionale Bedrohungen zu konzentrieren, führte zur Einrichtung einer robusteren und weitreichenderen militärischen Präsenz. Diese Verschiebung spiegelte sich in der Entwicklung neuer Allianzen, wie der Nordatlantikvertrag-Organisation NATO und der Errichtung von Militärbasen auf der ganzen Welt wider, um die amerikanische Macht zu projizieren und potenzielle Gegner abzuschrecken. Ein Beispiel für diese globale Perspektive findet sich in den Worten von General George C. Marshall, der während des Zweiten Weltkriegs als Stabschef der US-Armee diente. In einer Rede im Jahr 1943 betonte Marshall die Bedeutung einer globalen Perspektive und sagte: Wir sind entschlossen, dass, bevor die Sonne über diesem schrecklichen Kampf untergeht, unsere Flagge auf der ganzen Welt als Symbol für Freiheit auf der einen Seite und überwältigende Kraft auf der anderen Seite anerkannt wird. In den Jahren nach dem Angriff auf Pearl Harbor durchlief das US-Militär erhebliche Veränderungen in Strategie und Technologie. Der verstärkte Fokus auf See- und Luftmacht, gekoppelt mit der Annahme einer globaleren Perspektive, legte den Grundstein für die militärische Haltung der Nation während des 20. Jahrhunderts und darüber hinaus. Der Angriff auf Pearl Harbor markierte nicht nur einen Wendepunkt in der amerikanischen Geschichte, sondern diente auch als Katalysator für die Entwicklung des US-Militärs zu der mächtigen und weitreichenden Kraft, die es heute ist.
Echo ist es mute. Das Gedenken an das Erbe und die Opfer von Pearl Harbor. Der Angriff auf Pearl Harbor hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck im kollektiven Gedächtnis der Vereinigten Staaten. Und die an jenem verhängnisvollen Tag verlorenen Leben wurden durch verschiedene Denkmäler und Gedenkveranstaltungen erinnert und geehrt. Diese Ehrungen dienen nicht nur als Zeugnis der gemachten Opfer, sondern auch als Erinnerung an die aus dem Angriff gezogenen Lehren und gewährleisten, dass die Ereignisse des 7. Dezember 1941 weiterhin durch die Generationen hindurch nachhallen. Eines der ikonischsten Denkmäler, das den Opfern des Angriffs auf Pearl Harbor gewidmet ist, ist das USS Arizona Memorial, das am 30. Mai 1962 eingeweiht wurde. Entworfen vom Architekten Alfred Price, erstreckt sich die auffällige weiße Struktur über den versunkenen Rumpf des Schlachtschiffs USS Arizona, wo über 1100 Matrosen und Marines ihr Leben verloren. Das Denkmal ist nur mit dem Boot zugänglich und während die Besucher sich nähern, wird die Feierlichkeit und Ehrfurcht der Städte spürbar. Einmal im Inneren sind die Namen der Gefallenen in eine Marmorwand eingraviert, eine bewegende Hommage an die an jenem tragischen Tag zu kurz gekommenen Leben. Die USS Arizona ist nicht das einzige Denkmal in Pearl Harbor. Das USS Utah Memorial, eingeweiht im Jahr 1972, ehrt die Besatzung des Schlachtschiffs Utah, das ebenfalls während des Angriffs versenkt wurde. Das USS Oklahoma Memorial, eingeweiht im Jahr 2007, gedenkt den 429 Matrosen und Marines, die starben, als das Schiff kenterte. Darüber hinaus erweisen das USS Bowfin U-Boot Museum and Park und das Schlachtschiff Missouri Memorial der breiteren Marinegeschichte des Zweiten Weltkriegs ihre Ehre und erinnern an die entscheidende Rolle, die die Marine der Vereinigten Staaten während des Konflikts spielte. Der Pearl Harbor Tag, jährlich am 7. Dezember beobachtet, ist ein nationaler Gedenktag, der die verlorenen Leben und den Mut während des Angriffs ehrt. Im ganzen Land finden Zeremonien, Momente der Stille und andere Gedenkveranstaltungen statt, um den Gefallenen und Überlebenden zu gedenken. Die nationale Pearl Harbor. Gedenktag. Gedenkfeier, die jedes Jahr im Pearl Harbor Besucherzentrum in Hawaii stattfindet, ist eine ernste Veranstaltung, die von Überlebenden, Veteranen und Würdenträgern besucht wird. Die Zeremonie beinhaltet oft Reden, Kranzniederlegungen, einen 21-Schuss-Salut und eine Schweigeminute um 7.55 Uhr, die genaue Zeit, zu der der Angriff begann. Die Auswirkungen des Angriffs auf Pearl Harbor erstreckten sich über die Vereinigten Staaten hinaus und internationale Bemühungen, die Ereignisse dieses Tages zu erinnern und zu ehren, haben verschiedene Formen angenommen. Im Jahr 2016, zum 75. Jahrestag des Angriffs, besuchte Japans Premierminister Shinzo Abe das USS Arizona Memorial an der Seite des damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Barack Obama. Dieser historische Besuch markierte das erste Mal, dass ein amtierender japanischer Führer die Stätte besucht hatte, und die Geste der Versöhnung demonstrierte die Macht der Erinnerung bei der Förderung von Frieden und Verständnis zwischen ehemaligen Gegnern. Über die Denkmäler und Zeremonien hinaus wurde das Vermächtnis von Pearl Harbor durch verschiedene Formen von Kunst, Literatur und Film verewigt. Filme wie Tora, Tora, Tora 1970 und Pearl Harbor 2001 haben die Ereignisse des 7. Dezember für Millionen von Zuschauern zum Leben erweckt, während Bücher wie At Dawn We Slept von Gordon W. Prange und Day of Infamy von Walter Lord detaillierte Berichte über den Angriff und seine Folgen geliefert haben. Die vielen Gedenkveranstaltungen und Denkmäler, die Pearl Harbor gewidmet sind, dienen als ständige Erinnerung an die gemachten Opfer und die aus den Ereignissen des 7. Dezember 1941 gelernten Lehren. Durch diese Ehrungen lebt das Vermächtnis derjenigen, die ums Leben kamen, und der Mut der Überlebenden weiter und hallt durch die Generationen und gewährleistet, dass die Erinnerung an Pearl Harbor ein wesentlicher Teil der amerikanischen Geschichte bleibt. Wenn wir unsere Reise durch die entscheidenden Momente und bleibenden Auswirkungen des Angriffs auf Pearl Harbor abschließen, erinnern wir uns an den Mut und das Opfer unzähliger Menschen, die sich mit Mut und Entschlossenheit der Widrigkeiten stellten. Die Echos des 7. Dezember 1941 hallen weiter durch die Geschichtsbücher und prägen unser Verständnis der Vergangenheit und führen uns zu einer hoffnungsvolleren Zukunft. In den Worten von Präsident Franklin D. Roosevelt:
Diejenigen, die lange solche Privilegien genossen haben, wie wir sie genießen, vergessen mit der Zeit, dass Männer gestorben sind, um sie zu gewinnen. Mögen wir niemals die Opfer vergessen, die in Pearl Harbor gemacht wurden, und möge ihr Vermächtnis uns dazu inspirieren, für Frieden, Verständnis und Einigkeit zu streben. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser Zeitreise begleitet haben, während wir die Helden, das Herzschmerz und die anhaltenden Lehren von Pearl Harbor erkundet haben.